der Islam sorgte dafür, dass Sklaverei abgeschafft wird. Ja, der Islam fand ein System vor, in dem es Sklaverei gibt. Also der Islam hat Sklaverei nicht erfunden, sondern alle, die Perser und die Römer und alle Völker hatten Sklaven, auch die Araber. Also kam der Islam mit Regeln für Sklaven, aber gleichzeitig, also der Islam regelte diese Regeln, sodass Sklaven Rechte bekommen haben, weil vorher hatten sie gar keine Rechte. Das heißt, die Sklaven hatten auf einmal Rechte seit dem Islam, das regelte der Islam, aber gleichzeitig sorgte der Islam dafür, dass Sklaverei abgeschafft wird, indem Bußetaten, also Wiedergutmachungen, wenn du irgendwas Falsches gemacht hast oder zum Beispiel falscher Schwur und so weiter und so fort, dass du das immer wieder gut machen konntest, indem du Sklaven befreist. Das heißt, der Islam motivierte zur Sklavenbefreiung. Aber bis die Sklaven befreit sind, muss es geregelt werden. Und deswegen gibt es Regeln bezüglich der Sklaverei.